Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin hier bei Bernau und zwar bei der technischen Hilfeleistung Unfallwasser. Hinter mir seht ihr, die Kameraden sind fleißig. Aber was das mit dieser Einheit hier auf sich hat, erfahrt ihr jetzt von Jan. Was seid ihr hier für eine Einheit? Wo kommt ihr her? Also wir kommen aus der Stadt Bernau, Lösch zu Gladeburg, machen hier die Wasserrettung und wie gesagt, TH Unfallwasser heißt es offiziell. Und wir sind für technische Hilfeleistungen, alles was im Bereich Wasser zu tun hat. Seit wann gibt es denn diese Einheit? Das ist so seit 2001 wurde diese TH Unfallwasser aufgebaut und seitdem machen wir halt die Einsätze. Also wozu werdet ihr so in der Regel alarmiert? Wie gesagt, zur Personensuche auf Wasser, zu Ölsperren, Umweltschäden. Okay, genau. Das ist aber super, klasse. Hinter dem Bild sieht man ein wunderschönes Boot. ZB2. Was ist das? Das ist ein Mehrzweckboot für die Feuerwehr. Das haben wir jetzt seit Anfang des Jahres. Und damit können wir eben Material, Menschen transportieren und unser Einsatzgebiet halt erweitern. Okay, also ist schon ein bisschen größer, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, was habt ihr für einen Motor da drauf? Weißt du, was für eine Leistung hat der? Zwei Motoren mit 80 PS jeweils. Oh, das geht schon richtig voran. Ja, Jan, erstmal ganz lieben Dank für die Erklärung. Also ich bin natürlich jetzt sehr gespannt, was dieses Boot kann. So ein Boot hat natürlich auch ein bisschen Technik zu bieten. Und das gucken wir uns jetzt mal an, zusammen mit dem Daniel. Daniel, komm mal zu mir. Daniel, grüß dich. Grüß dich. Du bist hier der Experte mit dem schicken Boot, oder? Ja, zumindest ein bisschen was man weiß, ne? Okay, dann schauen wir mal an. Was muss man denn... Oder womit rechne ich nicht, was das Boot hat? Zeig mir mal, was gibt's hier alles? Also ich sag mal, was das Boot so ein bisschen auszeichnet, grundlegend ist es ein Faster Cut 73. Was das Boot ein bisschen auszeichnet, ist ein Katamaran-Rumpf. Wir können die Klappe mal ein bisschen hochfahren. Dann ach, man, du ahnst es nicht. Denn, das ist ja ein Transformer. Genau, wir haben eine automatische Bugklappe. Quietscht ein bisschen, ist halt immer viel im Wasser. Ist halt ordinär gedacht, um halt Personen aufzunehmen, Taucher den Abgang zu ermöglichen. Ein- und Aussteigen erleichtert natürlich auch. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, sehen wir den Katamaran-Rumpf so ein bisschen, wenn wir runter wollen. Das heißt, er liegt dadurch sehr stabil im Wasser. Und wenig Tiefgang, ne? Wenig Tiefgang. Wir haben 38 cm Tiefgang bei einem Leergewicht von 1250 Kilo. Wir haben, das ist nur so viel, ne? Genau. Das ist echt wenig. Wir haben eine maximale Zuladung von 1500 Kilo oder 12 Personen. Wir sind motorisiert mit 2x80 PS Außenbordmotoren, haben eine Saugmöglichkeit, damit wir eine TS verlassen können. Also wir können auch Wasserabgabe vom Boot theoretisch machen. Haben wir hier Festpunkte, um eine TS aufzustellen. Boot ist ausgerüstet mit einem Sonargerät, eher ein kleineres, aber grundsätzlich hat es ein Sonargerät drauf. Ansonsten, was halt so ein Mehrzweckboot so ein bisschen ausmacht, ein bisschen Westen, ein bisschen Pollertechnik, ein bisschen Haken. Grundsätzlich ein reines Rettungsboot, was aber auch zu einer Wasserabgabe grundsätzlich geeignet wäre. Ja, aber wir wollen schon sehen, wo was ist. Wir wollen schon sehen, machen wo was ist. Klappen auf. Gut, ansonsten, wie gesagt, hier vorne haben wir einen Rettungsring, wenn Person über Bord ist, dass wir die hinterherwerfen können, um die Person aufzunehmen oder einen Havaristen, dass wir dort sofort Möglichkeiten haben, die Person über Wasser zu sichern. Wir gehen weiter, wir haben Gerätefach 1. Kennzeichnung drin, sind hauptsächlich die Westen drin, Rettungsrucksack drin, könnt es ein bisschen hochnehmen, sagt Rettungsrucksack, Schöpfgefäß, dann ist das Gerätefach 1 auch schon fertig. Wir gehen zum Gerätefach 3, da haben wir die Persenning drin, wo wir im Prinzip im Sommer uns ein Sonnendach machen können, dass wir nicht den ganzen Tag in der Sonne fahren, und wir haben die Aufnahmen für die TS, wo wir im Prinzip eine Schlittentechnik haben, um die TS richtig zu verlasten. Gehen wir weiter. Auf der Backbordseite haben wir hier den Sauganschluss für die TS. Das heißt, über diesen Anschluss können wir dann direkt auch Wasser saugen. Hier hinten haben wir nochmal zwei Handscheinwerfer drin, den Saugstutzen, einen Feuerlöscher und eine Taucherleiter, die wir vorne an der Bugklappe festmachen können. Hier haben wir im Prinzip das Ladekabel drin. Dann gehen wir weiter zum Steuerstand, wo im Prinzip das SIM-Rad zu sehen ist, also die Sonartechnik, alle Bedienelemente, Funkgerät, im Prinzip kompletter Steuerstand, Ruderstand, wo wir alles bedienen können. Motorisierung, wie wir vorhin erwähnt haben, wir haben 2x80 PS dran. Wir können
mit jedem Motor auch alleine fahren. Wir können im doppelten Betrieb fahren. Wir haben 2x80 PS hinten dran. Können circa, wir reden in km/h, oder wir können hier ins km/h sagen, das ist ein bisschen einfacher. Wir maximale Höchstgeschwindigkeit ca. 60-63 km/h, was wir mit dem Boot erreichen. Wir haben eine elektronische Trimmung. Wir können beide Motoren getrennt voneinander bedienen. Wir können im dualen Betrieb fahren, dass wir beide Motoren zusammen bedienen. Also so wie wir jetzt sind, können wir beide Motoren getrennt in der Trimmung bedienen, hoch und runter fahren. Können aber auch in Einzelmodus schalten, dass wir Gas, vorwärts, rückwärts, jeden Motor getrennt bedienen können. Gehen dann weiter auf die Steuerbordseite. Haben im Gerätefach 4. Haben wir auch nochmal Westen, Feststoffwesten, Anker und Leinen. Und haben im letzten Gerätefach auch nochmal Feststoffwesten drin. Weil, wie gesagt, wir brauchen für 12 Personen die Westen an Bord. So. Ansonsten normale Bootsausrüstung von Fender über Navigationsleuchte, Paddel, Bootshaken. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ja, wir haben jetzt hier eine Situation, dass wir jetzt eine Personenrettung durchführen. Wir sehen jetzt die Person im Wasser, die halt hilfebedürftig ist. Da wir mit dem Boot die Bugklappe absenken können, fahren wir direkt auf die Person zu. Dann senken wir die Bugklappe ab. Werfen der Person ein Rettungsgerät zu. Und können dann über die abgesenkte Bugklappe die Person ans Boot ziehen. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr THW oder wo kommt die Fahrt her? So, unsere Kräfte sind ja gesichert auch durch eine Schwimmweste. Und dann ziehen wir die Person aufs Boot und Alter, bin ich platt. Sind erfolgreich. Eine Stunde war ich hier. Die Rettung ist so gut gelaufen. Wir haben keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, durch die Bugklappe vorne können wir die Rettung relativ einfach durchführen. Vielen Dank nochmal, ne? Ja, gerne. Okay. Dass sie sowas auch machen, Träger. Wusste ich bis jetzt nicht. Willi, sieht ganz schön fertig aus. Nee, schön. Auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Rot ist meine Farbe ab heute. Mega. Sehr schön. Oh!